Hallo und herzlich willkommen zurück zum S19 Landwirtschaft auf der Kanelin-Map. Ich sitze hier gerade im Xerion mit diesem tiefen Lockerer. Bin auf Feld 8 und bearbeite den Klee. Ja, irgendwie hat das mein GPS wieder nicht hingehauen, nochmal die wieder neu gestartet habe. Keine Ahnung warum. Und wie ihr seht, wir sind im zweiten Frühlingstag. Wir sind denn jetzt im Winter voraus oder vorbei. Und es beginnt alles wieder von vorne. Wie gesagt, der hier kommt denn, mal gucken, was hier raufkommt. Klee kommt oben bei Feld 12, das kleine Stück hin. Hier kommt irgendwas für einen Drescher hin. Mohn oder irgendwie so. Oder Roggen. Muss ich mal schauen. Wie gesagt, die anderen, Axion ist unterwegs auf Feld 4 gerade. Streut da Kalk, um halt da den pH-Wert, sprich der Axion, der fährt jetzt die Felder erstmal ab, wo gekalkt werden muss, dass die dann nämlich die nächsten Tage frei werden, dann können wir die Gülle oder Gärreste auf die Grünflächen fahren und das sollte dann passen, wenn ich das schaffe. Können wir mal noch ich mal ein paar Bilder einzublenden. Nee, da will ich gar nicht hin. Genau, der Axion ist kalken. Der Fan fährt den Kalker quasi hinterher. Mit der Scheibenecke und weil überall ist ja Ölrettich drauf, der muss erstmal eingearbeitet werden. Da ist der Fendt jetzt 10,50 hier auf dem Feld 9, was hier gegenüber ist, unterwegs, zieht da seine Bahn. Wie gesagt, mal gucken. Wir werden da vielleicht noch ein paar Bilder oder ein kleines Video extra mit reinpacken, was ihr vielleicht jetzt seht oder auch nicht. Wie gesagt, die hopsen denn jetzt von Feld zu Feld. Dann hoffe ich vielleicht, dass wir, wenn ich das hier durch habe, vielleicht schon mit Gärreste anfangen können. Weil einer kann dann kalken. Der noch durchziehen. Die anderen machen dann den Güllezubringer. Müssen wir schauen, wie wir das machen. Oder halt nächsten Tag Gärreste fahren. Wie gesagt, der Fendt hier gegenüber. Bin der 12,20 Meter. Oh. Scheibenecke. Und fängt da schon mal an, den Ölrettich einzuarbeiten. Und ich glaube, ich werde auch ohne Fahrgassen arbeiten. Weil eigentlich haben wir GPS. Jetzt sehen wir den Fendt ja schon. Wir legen nämlich mal hier vorankommen. Und dann würde ich eigentlich nach den Gärresten weiter Bodenbearbeitung machen und anfangen zu drillen, weil hier muss ja glaube ich der Kalk auch noch rauf. pH-Wert schlecht, warte mal. Stickstoff haben wir 20 bis 80.
Hier haben wir 40. 20 bis 80. Kann jetzt sein, dass vielleicht die Spur. Haben wir hier einen anderen Wert? Weil da oben hatten wir 40, 20 bis 40 und nach dem tiefen lockeren hatten wir denn 40. Wie gesagt, die Gärreste-Technik werden wir erstmal die Zubringer, werden wir neue kaufen. Weil die anderen sind ja erstmal gemietet. Kontostand gibt es ja her. Das wird der Granit. Granit? Wie ist das Granit, die Anhänger? Die Standard mit Dolly denn? So, fahren wir hier mal in die nächste Spur rein. Weil ich will ja, dass die denn die Zubringer auch über Autodrive, also immer permanent fahren. Aber da ja der BR und Gärreste-Lager mit dem Schlauchsystem funktionieren, gibt es bei Mod Hub so ein Gärreste Gully. Gülle Schacht Gully. Weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Also im Endeffekt sieht man nur ein Gully. Und das ist so ein Lager. Da können die per ohne Schlauchsystem rausziehen. So kann ich denn das die Zubringer automatisieren. Das ist halt der Top daran. Ich bin mal gespannt, ob Saatgut reicht. Ich glaube, das wird zu wenig sein, was ich produziert habe. Wie gesagt, wer kriegt denn den Gülle? Hat Güllefass hinten hinter den Zwillingsreifen. Achso, und wie gesagt, jetzt ist ein Träger mehr. Ich habe mir den Deutz gekauft. Damit wir hier so einen kleinen Mischmasch mal hinkriegen. Der Axion, der Arion wird ja verschwinden. Den brauche ich mir mit Frontlader. Einen kleinen Deutz, glaube ich, werde ich behalten. Wenn wir hier erstmal das Ding umbrechen. Wie gesagt, Kleg auf 8. Das Saatgut muss ich mir aber leider kaufen. Gras habe ich nicht produziert. Ich wüsste doch gar nicht, wie. Wie gesagt, und wo der Fan ist, kommen denn ringsrum einmal, weiß ich noch nicht, ob ich, vielleicht könnt ihr, habt ihr eine Meinung, wollte ich 12 Meter Gras rum machen als Vorgewende. Aber ich glaube, 24 Meter ist besser. Das kann ja dann so bleiben. Machen wir erstmal das hier weg. Die hat das GPS irgendwie nicht hingehauen. Ja, mal gucken, wo noch. Na, ich glaube mal, es geht drauf hinaus, vielleicht noch irgendwie ein Feld dazu pachten. Aber wir brauchen ja Pappeln.
für das Heizkraftwerk. Heu wollen wir ja noch machen oder mal wieder versuchen. Für die Pelletsproduktion nachher, was ja auch im Heizkraftwerk landet. So, dann ziehen wir nämlich Bahn für Bahn. Dann nachher das Vorgewände. Und dann war es das ja eigentlich auch. Wie gesagt, dann wird danach Gülle kommen oder Gärreste ausbringen. Denke ich mal. Wird das zügig wegkriegen und dann drillen, drillen, drillen. Wie gesagt, ich werde es glaube ich mit zwei Zubringer machen und einer wird dann Kalk weitermachen oder mit der Scheibenecke. Ich glaube, das ist ein guter Plan. Mal 9. Ich glaube, wir werden, wenn er noch diesen Tag anfangen. Weil wir müssen ja auf Feld 40. Und auf der 14. Sagt hier, die Bäume müssen wir noch pflanzen. So ein bisschen ist jetzt zu tun im Frühjahr. Aber zwei Silos habe ich noch für die BGA. Wäre jetzt gerade das Mais-Silo angefangen. Gucken, ich glaube mal einmal Mohn, weiß nicht, die Silage reicht. Ein GPS-Häckseln machen. Und ob, na, drei Träger, ob wir nicht vielleicht auch einen vierten brauchen. Also vier haben wir, einen fünften. Na gut, eine Arbeit vielleicht ein bisschen langsamer machen. Aber schön entspannt. Dank GPS. Und ich sehe schon, wir sind wieder am Ende. Ich sag mal wieder recht herzlichen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Und ich sag mal, wir sehen uns dann vielleicht beim nächsten Mal bei der Gärresse-Ausbringung. Mach's gut, Leute.